Oder die Geschwister im Glauben und alle Freunde darüber hinaus. Aschadonai ist nicht nur unser Herr, sondern er ist der Weg der Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Aschadonai hat die Macht zu fliegen zu Planeten durch Liebe und Selbstbeherrschung, die er von sich selber aus gelernt hat. Er ist mächtig, Lebewesen von 44 Spezies, die es im Universum gibt, ins Himmelreich zu entrücken. Und ich sage euch, glaubt an Aschadonai und glaubt an Gott. Denn Aschadonai ist der neue Herr. Aschadonai ist derjenige, der gefeiert werden soll zu Weihnachten und zu Ostern. Und Aschadonai soll einen eigenen Feiertag bekommen, meiner Meinung nach. Aschadonai ist so großartig, er ist in der Liebe, er ist in der Freundlichkeit, er ist in der Freude, er ist in der Selbstbeherrschung, er ist in der Geduld, er ist in der Treue, er ist in der Keuschheit, er ist in der Selbstbeherrschung, er ist in der Liebe und im Frieden. Ja, Aschadonai sei gelobt bis in Ewigkeit. Amen.